Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Studios und einer neuen Folge Destiny 2. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Wir haben ja in der letzten Folge die Kraft des Titanen wieder entfesselt, das Licht zurückgeholt. Und jetzt haben wir hier die Aufgabe, auf die Erde zu fliegen, in die Todeszone. So, da geht es nämlich weiter. Das heißt, wir müssen hier landen und starten mal das Ganze. Werd nicht übermütig, nur weil deine Kräfte zurück sind. Die ETZ hat's in sich, besonders bei der alten Stadt. Denk dran. Die Flüchtlinge aus der Stadt sind schlimmer dran. Wenn du ihnen helfen willst, finde Devrim Kay. Who the fuck is Devrim Kay? Ich weiß es nicht, werden wir gleich rausfinden, denke ich mal. Zurück in der Stadt. Na komm. Boah, Ladenbildschirm. Verbindet er uns wahrscheinlich mit dem Server von der Erde. Ich muss ja zugeben, ich habe schon einen weiteren Charakter, den ich so offline hochziehe. Denn so viel, wie ich dieses Spiel momentan gern spielen will, schaffe ich gar nicht mit dem einen Char hier und alle zwei Tage so 20 Minuten Folge. Da ist die Erde. Und sie sieht einfach mal schick aus, oder? Ein hochrangiges Ziel ist in der Nähe. Da kann man ja hier immer auf den Navigator klicken. Aber der sagt mir nur dahin. Ja, ich mache einfach mal gar keinen Bums gegen die. Schon mal einfach mal direkt hier rein. Grüezi! Also hier gibt es so mehrere Sachen, die man halt direkt machen kann. Da müssen wir, glaube ich, gleich runter. Deswegen gehen wir erstmal hoch. Der ist nämlich hier oben versteckt. Schön in Sicherheit. Da steht er. Uzi. Ein Gast. Und ich habe keinen Tee, den ich anbieten kann. Du wirst es überleben. Devrim Kay, der Achte, Stadtmiliz, als es noch eine Stadt gab, stets zu Diensten. Nun diene ich meiner guten Freundin Soraya Hawthorne. Tagespunkt 1, kontaktiere andere Flüchtlinge und berichte ihnen von der Farm. Wir müssen also ein Kommunikationsnetzwerk aufbauen. Und ich dachte, ich wäre ein guter Schütze... Aber die Gefallenen machen es mir nicht leicht. Ich bin sicher, dass du dich dem Feind annehmen kannst. Ich weiß, was Hüter drauf haben. Okay. Ich glaube, wir sollten unsere Waffen für uns sprechen lassen. Oder? Ich guck mal, hier kann ich mir direkt den Ruf erhöhen. Das habe ich mich mit meinem Charakter fertig gemacht. Lass ich aber erstmal bleiben. Wir haben jetzt hier was ein neues die Gefallenen hier Outfit für unseren Geist. Es ist aber wirklich nur ein Outfit. Na, die Waffen, die bringen ja alle gar nichts, ne? So. Da ist einer tot. Lassen wir mal tot sein, da haben wir ein Abenteuer. Ich guck trotzdem mal in den Navigator rein. Das ist ein Event. Ja, wir müssen, glaube ich, erstmal hier diese Aufgabe machen. Empfohlen 30, was haben wir? 22, könnte ein bisschen eng werden, ist aber nicht schlimm. Fangen wir an. In der Zentralebene hängt ein Banner. Sieh dir das mal an. Nicht mit mir, Freundchen. Dann gucken wir uns mal den Banner an. Wo ist denn der Banner? Ist das Banner? Na, oh, so schick gemacht, ne?
Das ist das Symbol des Hauses des Urteils. Wir haben mal mit einem Gefallenen zusammengearbeitet, der diesem Banner entflohen ist. Interessant. Scheint, als ob die Gefallenen es als eine Art Drohung aufgehängt haben. Kann mir vorstellen, dass man da draußen viel findet, wo eine Story dahinter steckt. Wir beide brauchen alles, was wir finden können. Guck mal, ob du in einem der Gebäude ein Depot findest. Hier müssen wir runter. Komm. Müssen wir hier runter? Nee, wir müssen rüber, oder? So geht das. Nicht mit mir, Freundchen. Da ist eine Truhe. Sehr gute Arbeit. Wenn wir überleben wollen, müssen wir jede Chance nutzen. Halte deine Augen nach Brauchbarem offen. Wo wir schon von der Wildnis sprechen, an der Wand der Kirche ist ein Symbol. Geh doch mal gucken. Okay. An der Wand der Kirche. Das war irgendwo hier hinten. Devrin, weißt du, woher das Symbol stammt? Glaube, deine Stadtjäger haben sie hier aufgemalt, als sie die Gegend ausgespäht haben. Wollten wohl etwas Besonderes markieren oder etwas Gefährliches. Oder beides. Sehen wir mal nach. Das heißt für uns, jetzt geht's hier runter. Wie gesagt, machen wir mal so ein bisschen gucken nach toten Geistern, so ein Müll. Die Geschichte dieser Region ist faszinierend. Ich glaube, Tunnel und Höhlen wie die, in der du gerade bist, erstrecken sich über die ganze ETZ. Wer weiß schon, was da unten lauert. Seid vorsichtig. Das weiß wohl keiner. Außer die, die schon gezockt haben. Habe ich eigentlich irgendwas bekommen aus der Kiste? Ich glaube nämlich nicht. Nö, klingt nichts Neues. Ah, da liegt was. So. Jetzt habe ich nicht gesehen, was wir bekommen haben. Jo, Level 3. Na, Freundchen? So nicht, meine Freunde. Wollen wir gar nicht erst anfangen. Und wir gucken mal hier lang. So ein kleines Lager, ne? Ja, mehr ist das nicht. Aha. Die Waffe mag ich irgendwie nicht. Und die erst recht nicht. Die macht ja gar keinen Bums. Oh shit. Weia, was machst du denn da? Runterballern. Ich habe ja auch noch meine Ulti, ne? Wo ist denn das Vieh? Da ist es. Jawoll! Mir ist gerade gelungen, einem Captain einen Schlüsselcode abzulotsen. Ich
sicher dieses Depot öffnen. So läuft das hier. Ratzfatz, vorbei. Und aufmachen. Gute Arbeit da unten. Halte die Augen nach anderen Verstecken und Schätzen wie diesem offen. Das ist eine Aufgabe für einen anderen Tag. In der Zwischenzeit machen wir uns ans Eingemachte. Kommt den Kirchturm hoch. Ich setze gerade Tee auf. Oh, das ist aber nett diesmal. So, was haben wir hier? 30, 30, 38. Das bringt uns halt nichts. Da kriegen wir noch nichts raus, aber man muss ja nehmen, was man kriegen kann. Dann haben wir hier ein Update. Eine Granate, Mauern, brennendes Licht erzeugt. Okay. Da geht's, glaube ich, raus. Ja, jetzt kriegen wir das Level 3 Update. Die Benachrichtigung ist ja auch lustig. Müssen wir hier echt zurücklaufen? Ist ja mies. Unser erstes Abenteuer. Korrekt. Wo ist der Tee? Ich hoffe, es ist schön warm. Es ist kalt hier unten. Ist ja gar keiner. Hast du dich verdieselt? Ne, der sollte hier sein. Ahoi. Da ist er. Willkommen zurück. Dieses Gern. Mal habe ich dir Tee gemacht, aber leider schon selbst getrunken. Sei das nächste Boah, Mal schnell. Penner. Okay, das Signal. Während du mit den Gefallenen gerauft hast, hatten wir hier Probleme. Hawthorne hat das letzte Relais auf dem Berg über den Salzminen platziert. Doch selbst aus dieser Höhe haben wir nicht die erwartete Reichweite. Irgendwie seltsam. Aber dieser Signalverstärker sollte das Problem lösen. Wir müssen ihn... Aber immer schön langsam mit den Raketen, Hüter. Raketen? Ja, ich habe jetzt hier meine dritte Waffe gekriegt. Korrekt. Ich versichere es dir. Aber könnte ich gebrauchen. Nicht getroffen. Jetzt aber. Ha! Okay, wo sollen wir hin? Wir hätten jetzt die Auswahl Abenteuer oder Aufgabe. Wir müssen nach hier. Die hat wenigstens mal Bums hier. So. Mission starten. Ja, es geht vorwärts. Ich freue mich schon so auf Level 20, weil ich kenne es ja aus dem ersten Teil noch und jetzt von Hörensagen schon. Ab da geht es jetzt richtig ab. Klar, kennen wir ja, also ich kenne es ja schon, wie gesagt, vom ersten Teil. Aber da erstmal hinkommen und die Story so ein bisschen verfolgen, wo es auch wohl, wie ich gehört habe, einige Parallelen gibt. Ne? So, jetzt sind wir wieder hier, aber jetzt ist es Privatmission. Stück. Ey, voll verfehlt. So sind jetzt auch ein bisschen schwächer. So. Läuft. Müssen wir hier rein, ne? Ja. Kommen wir in ein grüneres Areal. Hey Dev,
Ich sitze immer noch hier oben auf dem Berg mit diesem kaputten Kommunikationsrelais. Wo ist der Signalverstärker? Unser neuer Hüterfreund ist auf dem Weg. Ich bin zu alt, um hinter dir herzuräumen, Soraya. Na, endlich gibt er mal zu, dass er alt ist. Da habe ich einmal Mist gebaut. Bah, was ein Schuss. Oh, das war mehr als nur einmal. Wegen dir habe ich graue Haare. Ja, ja, red nur weiter, alter Knacker. Haben wir irgendwas? Ne, sieht nicht danach aus. Einer ist noch abgehauen. In your face, sag ich mal. Voll daneben, egal. Ah, der hat mich voll verhunzt. So. Wir gehen hier oben lang. Na, komm zu Daddy. Da kommen immer mehr. Geht halt am schnellsten, ne? Kommt alle runter. So, wo müssen wir hin? Fahrstuhl fahren. Sollte uns zum oberen Teil der Minen bringen. Nein. Wir müssen auf anderem Weg rauf zu Hawthorne. Laufen. Vorsicht, die Gefallenen sind ausgezeichnete Plünderer. Die werden um alles kämpfen, was sie in ihre schmierigen Krallen bekommen. Keine Angst, ich auch. Ist halt insofern cool, dass sie dies hat hier. Diese Markierung. Damit kann man echt arbeiten. Aufpassen. Dann war ich ein bisschen geschludert. Was glitzernd ist? Ein Helm. Schon mal gut. Dreck weg damit. Gab es nichts Neues? Hier haben wir eine neue Waffe. Ja, dann natürlich das stärkere Modell. Ist ja klar. Haben damit schon Licht von 32 errungen. So ein typisches Ostblockgewehr, hä? Wo ich denn hin? Nach da. Nö. Da rein.
Steuerung ist kaputt. Jemand war wohl sauer, dass es nicht schnell genug ging. Erinnert mich an Kate. Oh, hier geht was Schlimmes los. Deswegen würde ich sagen, mache ich hier einfach einen Break. Gucke ich auf die Uhr. Passt, genau. Danke fürs Zusehen. Und wir werden jetzt quasi unsere erste Innie machen. Mehr oder weniger. Deswegen auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder einschalten. Bis dahin.